Hallihallo allerseits und ein herzliches Willkommen zurück. Ich habe mir gerade so überlegt, ich glaube, bevor wir da nach unten hingehen und uns da durchbauen, gehen wir vielleicht noch Ersim hin. Strange Level 3. Zack. Zack. Und dann holen wir uns noch eben da hinten hier diese Abwurfkiste. Dann haben wir die nämlich. Bevor wir da nicht jetzt noch irgendwie tagelang hier erst wieder rumbauen, können wir besser erstmal die Kiste holen. Vielleicht haben wir da noch was Nützliches drin, was wir gerade wirklich gut gebrauchen können, auch bezüglich des Bauens. Da müssten wir uns bald auch hier echt um Nahrung kümmern, ne? Ich glaube, so super viel haben wir nicht mehr. Auch lustig, dass da so ein Sandstück ist. Können auch Treibsand sein. Das fehlt eigentlich noch, ne? Dass man das hier noch so vielleicht mit reinbaut ins Spiel. So kleines Treibsandfallen und so ein Krimskrams. Oh, Kaninchen. Das war erwisch. Habe ich das gerade allen Ernstes erwischt? Nee. Ich dachte gerade echt so, was hier so auf einmal stehen blieb. Wir hätten es erwischt, aber jetzt haben wir es erwischt. Besser das Messer nehmen sollen, ne? Ah ja, egal. Hey, zappel ein, ne? Zappelst du ihn so rum? Da, wo ist denn die olle Kiste ganz? Das ist noch ein ganz schönes Stück. Dachte, die wäre gleich mal so um die Ecke. Nix davon. Muss mal halbe Weltwanderung machen, die zu kriegen. Ja, komm Junge, keine Müdigkeit vortäuschen. Ein Stück noch. Haben wir hier noch Feines? Hier ist ja auch noch so ein kleines Städtchen oder so, wa? Ist da allerdings weiterhin. Scampson's Grocery, okay. Da war ich ein Buch bei. Da hinten ist ein Wolf auf der Straße. Dem will ich mich jetzt nicht gerade unbedingt anlegen. Weißt du nicht, so dass wir keine Chance gegen ihn hätten, ne? Schrei nicht so, nachher holst du einen Wolf. Boah, Hund.
Ups. Na. Tja, gewaltig hinter hier, Krakeelen. Siehste, erste Supply-Kiste mal wieder. Mal schauen. Boah, boah, boah. So ein bisschen, ne, hier. Zerlegen. Zerlegen. Knochen. Den können wir auch noch zerlegen. So, und den Eisenhelm würde ich eigentlich auch noch ganz gerne mitnehmen, ne? Gut. Haben wir's. Ach, jetzt sind wir wieder an der Straße, na, so gesehen. Da wollten wir auch nochmal hin, wegen dem Waffenschrank, ne? Oh, natürlich wieder überladen. Jetzt wäre es wieder so in so Mordstempo, wie wir zurückkommen. Ach, da hinten ist ja dieser Weg, wo wir schon mal waren. Stimmt. Aber von mir oben haben wir wegs mal so eine gute Sicht, ne? So ein bisschen mal schauen, was es hier noch so in der Nähe alles gibt. Da fließt irgendwie ein Fluss lang. Drüber. Schon wieder vorbei. Oh, ein paar Federn. Federn kann man auch immer gut gebrauchen. Was ist da für ein Haus? Haben wir da schon mal reingeschaut? Nö, ne? Glaub nicht. Könnten wir auf jeden Fall mal hinschauen. Was da noch so ist. Ob sich da noch irgendwas verbirgt. Reingehe ich da jetzt nicht. Ich bin sowieso schon total überladen. Auf jeden Fall könnten wir mal hinschauen, ne? Dann hat man es nicht wenigstens schon mal mit auf der Map drauf. Weiß man immerhin, dass es hier noch was gibt. Auch schon wieder alles voll hier zerlegen. Ah, die würde ich ganz gerne mitnehmen, ne? Aber wofür? Vor allem, sobald ich jetzt was aufhebe, passt auch nicht mehr. Oh, das Haus sieht irgendwie cool animiert aus. Kann auch nicht rummeckern. Sieht auch nicht schlecht aus. Das hier ist die noch heile. Nö. Uah. Kommt sie schon durch die Decke durch, du. Also stabil scheint das Haus nicht zu sein. Wenn sie hier schon durch die Decke durchbrechen. Auch noch eine Zerstör... Oh, schöne Stahlspitzhacke. Anstelle der Knochen. So. Egal, wir hauen die jetzt mal ab. Nicht, dass es hier nachher wieder so richtig viele schöne Sachen gibt, die wir sie nicht mitnehmen können. Da habe ich auch keine Lust zu. Boah.
Das finde ich ist ja so ein ganz bisschen so nervig. Ne? Ich meine, es ist realistisch, aber da ist schon arges Rumgewatschel hier und Gekrieche, wenn man in dem Mordstempo hier wieder zurück muss. Na ja, gut, komm, dann laufen wir ihm ein Stück entgegen. Und batz. Kannst auch gleich liegen bleiben, dann passiert dir sowas nicht. Ja, hol nochmal tief Luft, mein Freund, und dann können wir gleich nochmal zum letzten Sprint hier anziehen. Dann kommen wir auf jeden Fall zu Hause an, ey. Ja, ich weiß echt noch nicht so recht, wie ich das mache. Ich werde da auf jeden Fall noch eine Mauer drumherum ziehen. So viel ist sicher. Dann werde ich wahrscheinlich irgendwie so einen Turm bauen oder so, wo wir mit so einer Art Fahrstuhl hochkommen, von wo aus wir dann rüberkommen. Dahin. Gucken, wie genau wir das machen. So, plopp, komm mal her. So, und brauchst nicht mal springen. So, zack, 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 zack. Das Essen da jetzt mal alles rein. Oh, hier können wir noch was machen. Zack, leer. Hätte ich das mal eher gesehen. Da hätten wir auch schon wieder ein bisschen mehr mitnehmen können. Batz. Es hat sich schon gelohnt wieder, ne? Mit den Sachen, wenn man sich das so anguckt, was da teilweise so für schöne Sachen bei sind. Blei noch eben damit rein. Nitratpulver. Das kann da noch eben mit rein. Das auch. Ah, die hätte ich da noch reinschmeißen können, ne? Okay, und der Rest kommt hier erstmal rein. Plopp, plopp. Die nehme ich noch mit. Die nehme ich mit. Den Bohrer nehme ich mit. Spitzhacke, Stahlspitzhacke. Können ja auch erstmal drinnen lassen, ne? Vielleicht brauchen wir die da unten irgendwie noch. Aber die Eier, die kann ich hier nochmal reinschmeißen. Okay. Den reparieren. Ich glaube, dann haben wir alles. So, jetzt wären wir allerdings hier. Nicht keine Lust, hier nachher böse Überraschungen zu bekommen. Steine. Steine, Steine, Steine. Pflastersteine 42 können wir nur machen. Na gut, weil wir jetzt so wenig hier Steine haben. Aber die kriegen wir jetzt ja gleich da auf den Weg runter. 28 Stück ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich sag mal so 20 Stück könnten wir erstmal machen.
So, dann kann hier direkt da noch in eine Leiter ran. Zack, zack. Den Erdbohrer in die Hand. Zack. So, einmal runter, bitte. Jetzt bekommen wir auch schon einige Steine hier. Zack, 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 paps. Batzi. Ach, hier ist das Quatsch, ne, die zu verbessern. Ja, sieht ein bisschen schöner aus. Jetzt mal gucken hier. Ich baue so runter, aber nachher stehe ich da unten und komme gar nicht mehr hoch. Das hätte auch noch gefehlt. Was ist das denn? Ist hier natürlich direkt schon Kohle, oder was? Ja, komm, dann muss ich hier halt. Nützt ja nichts, die Kohle müssen wir aber weiden. Die will ich nämlich schon haben, ne? Da will ich natürlich nicht drauf verzichten. Boah, guck mal hier, da gibt's ordentlich Kohle, ey. Da ist ja noch mehr Kohle. Gegenstand muss repariert werden. Einmal kann ich noch, ne? Mal nachtanken hier. Guckt euch das an, ey. Was ist das denn da? Ist das auch noch Eisen oder was? Ja, Tatsache. Boah, das nimmt ja gar kein Ende hier. Na, ich würde mal sagen, da ist nochmal eine gelungene Grabung. Ja, ich will so ausdrücken, ne? Gibt's hier ordentlich was rauszuholen. Ich meine, viel besser könnte unser Tunnelbau hier gar nicht beginnen, ey. Wenn ich mir das hier so anschaue, da müssen wir gleich mal checken hier, was wir da jetzt alles so rausgeholt haben.
Und vor allem das nach so einem kurzen Stück buddeln schon, ne? Das ist natürlich ja hier gigantisch. So, da ist auch schon Eisen das erste wieder. Da auch noch Kohle, ja, ne? Ja. Okay, haben wir noch Steine am Gange? Ups. So, Pflastersteine. Einmal hier loslegen. Das ist ja richtig übel hier, ey. So, zack, 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 erstmal. Hä? Das ist ein Quatsch hier. Okay. Plopp. Ja. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal auf dieser Ebene. Boah, hier gibt es doch noch so viel zu holen. Das sind nur Steine. Das sind auch nur noch Steine. Aber hier unten gibt es noch Eisen. Die hier einmal weg. 600. 600 ist auch schon wieder was anderes, oder? Boah, wir verbuddeln uns hier schon wieder total, ey. Eigentlich wollte ich doch den Weg nach unten bauen, nur. Das ist einfach zu schön, ne? Wo man hier überall drauf trifft. Oh Mann. So, hier müssten wir weiter gerade runter. Boah, das ist ja übel, ey. Ich will gleich mal schauen, hier schon einmal so ein kleines Zwischenfazit, was wir da alles jetzt schon rausgeholt haben. Wie viele Steine haben wir denn jetzt noch? 94 und nur noch 6 Steine. Jetzt müssten wir gleich tatsächlich jetzt einmal kurz nach oben gehen, ein bisschen von der Erde noch holen.
Na, guckt euch das mal, wir haben schon 3200 Kohlebrocken. Das ist doch richtig hammermäßig hier. Das ist ja übel. Zieht euch das mal rein hier. Das ist ja ein Wahnsinn, was hier an Kohle ist. Das nimmt ja gar kein Ende. Ein Wahnsinn, doch. So, aber egal. Wir kommen hier schon wieder komplett von dem ab, was wir eigentlich wollten. Wir wollten hier nach unten buddeln. Und jetzt ist unser Bohrer gleich kaputt und wir sind nichts weiter runtergekommen hier. Zack und zack. In welcher Tiefe sind wir denn jetzt hier? Wir sind plus 26. Wisst ihr, muss repariert werden. Okay, mehr haben wir auch nicht mehr davon. Das wäre auch das. Einmal hier nach oben. Ja, gut, ne? Den hier einmal wieder ransetzen, nehmen kurz. Zack. Einer kann auf jeden Fall schon mal ab. Ich glaube, wir können kein Reparaturband mehr. Ich weiß auch nicht, ob man Klebeband so bauen kann. Da müsste ich noch einmal nachgucken. Erstmal hier die da im Rhein. Klebeband kann man aus Kleber und Stofffetzen. Stofffetzen haben wir auf jeden Fall. Haben wir auch Kleber. Kleber haben wir auch. Okay, also Klebeband. Zack, machen wir mal so 12. Plupp. Da haben wir noch die Eisen. Dann Reparaturkit. Zack, 7. Fertig. Klebeband kann da schon mal wieder rein. Gut, kriegen wir noch ein paar Reparaturkits. Tja, dann können wir den Rest da auf jeden Fall runter buddeln. Dass wir da unten mal ankommen, ne? Nein, das war wieder ein Fehler. Auch cool, ne? Wie das klingt. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, es geht auf jeden Fall jetzt unter Tage. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao.